Das ist Arnold, meine Ratte. Ja, bist du Ron Weasley? Der dritte Monat im Bau. Allmählich gewöhne ich mich daran. Ist gemütlicher als zu Hause. Ist das so? Habt ihr die Pampe gekostet, die hier Essen genannt wird? Hallo? Bob. Will nicht mit mir reden. Wer da wohl gesungen hat? Du. Bitte zurück. Wir sind anständige Diebe, keine politischen. Aha. Ich bin unschuldig. Klar doch. Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Ich habe Spiele schon immer gemocht und Jesro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Okay, let's talk some. Das ist aber scheiße hier. Oh. Oh. Fuck. Möchte dir hören, nein, ich passe. Mann, Mann, Mann. Okay, das war ja wohl voll für den Anus. Das sieht besser aus. Noch führig. Genau, warte mal. Hat einer, ich hab zwei. Ja, gut, dann nehmen wir die zwei noch und würfeln. Viel besser. Gut. Nächste Runde, Bisch. Würfelgame, so nice. Oh fuck. Das ist scheiße. Na, eine 3 wäre gut. Wow. Zwei, 1, 2, 4, 5. Ein Versuch ist es wert, ey. Komm, gib mir eine 3. Nein! Fuck. Voll für den Arsch. Verlore. Ich will weiter zocken. Hört zu, ihr Maden. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Sehr witzig, Hexe. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Welcher Typ? Juhu! Wer sonst? Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe. Bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte, sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel. Na, sagst du so? Juhu, war's ein Typ. Okay. Muskelmann. Ich besiege euch, dann erschlage ich diese Echse und bin frei. Gehen wir's an. Bastard! Geralt, wehren Sie sich! Ihr Dreckskerl! Lol. Bam! Bam! Zusammengedreht, komplett wieder. Na, Geralt, was ist das für ein Move? Awesome. Er ist tot. Also, nicht tot, aber... Hundsfort! Ohne eure Zauber hättet ihr mich nie bezwungen. Ich habe euch das Leben gerettet.
Mit der Gorgo ist nicht zu spaßen. Nächstes Mal bezieht ihr die Prügel. Hunsfort! Ohne Hunsfort. Eure Zauber hättet ihr mich nie bezwungen. Yeah. Vincent Mais. Geiler Name, Vincent Mais. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Wollt ihr jetzt die Bestie töten oder nur hier herumstehen? Ich brauche eine Waffe. Wie es der Zufall will, haben wir kürzlich ein Hexerschwert beschlagnahmt. So ein Zufall. Oh, das geht euch nichts an. Yesro, ja, mit dem Silberschwert. Ah. Das Schwert, das wir bei Thala gefunden haben? Halt den Rand, Idiot. Ja, genau das Schwert. Kann ich es haben? Holt es bei Yesro. Der Rest der Ausrüstung bleibt bis zu eurer Rückkehr in Verwahrung, wenn ihr überlebt. Gut. Noch etwas. Für den Kopf des Ungeheuers bezahle ich extra, wenn er unbeschädigt ist. Ich gebe mein Bestes. Okay. Bobby. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Danke, tschüss. Fast stolz auf mich. Das Schwert, wo war es doch gleich? Beeilt euch. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Jo. Ja, wir haben auch einen Trank konfisziert. Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr eure Habseligkeiten hinter den Gitterstäben abholen. Ich werde danach fragen. Dann hole ich den Professor. Blödsinn. Der Professor macht nur die Drecksarbeit. Wenn ihr was bewirken wollt, müsst ihr gegen seinen Boss vorgehen. Ich bezweifle allerdings, dass es euch gelingt. Er ist ein wichtiger Mann. Er hat Bewegungen. Ihr meint Beziehungen. Ich suche ihn. Vorher müsst ihr eure Begegnung mit der Gorgo überstehen. Passt auf meine Sachen auf. Ich bin bald wieder hier und möchte alles wiederhaben. Bewegungen. Oh, Gorgo. Nom nom. Silberschwert, das ist natürlich cool. Oh, what the fuck. Das kann aber nicht alles gewesen sein. Nee. Kloaken. Alles klar, was haben wir hier bekommen? Schneesturm, Katze, Katze. Ich würde einmal Katze einwerfen. Und dann? Oh, ihr seid ein Hexer? Oh, ja. Weißes Haar, vertikale Pupillen. Zeichen einer Mutation. Spart euch das ärztliche Gutachten. Vergebt mir, ich wollte euch nicht kränken. Ich bin Siegfried, ein Ritter vom Orden der Flammenrose. Ich bin Geralt. Ich habe viel Gutes über die Kampfesfertigkeiten von Hexern gehört. Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe hier noch was zu tun und möchte es schnell erledigen. Eine Gorgo? Darum bin nämlich ich hier. Reden wir. Ja? Ja? Was wisst ihr über Gorgonen? Gorgonen sind eine Art Ornithosaurus. Sie sind riesig groß. Sie sind das Bindeglied zwischen Reptilien und Vögeln und haben Ähnlichkeit mit Hähnen. Daher ihr landläufiger Name. Fahrt fort. Die Gorgo wird nicht selten mit dem Basilisken verwechselt, aber es sind zwei verschiedene Gattungen. Die Gorgo verwandelt Menschen nicht in Stein, wie der Volksglaube behauptet. Allerdings sollte man sich vor ihrem Schnabel hüten. Der Schnabel des Ungeheuers kann die lebenswichtigen Organe seines Gegners präzise wie ein Chirurg entfernen. Nicht selten kommt das Opfer auf der Stelle zu Tode, besonders wenn es von hinten angefallen wird. Und wie tötet man die Bestie? Man muss ein exzellenter Schwertmeister sein. Ohne Silberschwert dürfte es noch schwieriger werden. Eine Gorgo schleicht sich gern von hinten an. Bietet der Kadaver irgendwas Brauchbares? Ihre Augen sind eine vielseitige Zutat und kostbar. Ihre Schwanzfedern sollen noch wertvoller sein. Eindrucksvolles Wissen. Leider beschränkt sich mein Wissen über Ungeheuer auf die Gorgo.
Eik von Denesle, mein verstorbener Vater, er möge in Frieden ruhen, hinterließ mir einen Stahlstich der Bestie. Es gab noch viele weitere Stiche, aber die verschwanden im Magen einer Manticora. Nur das Bild der Gorgo überlebte. Mein Beileid. Habt ihr die Manticora auch gejagt? Nein, da war ich nicht zu Hause. Später fand ich heraus, dass mein Vater trotz seiner Gebrechlichkeit gegen die Manticora gekämpft hatte. Er verlangte, auf ein Pferd gebunden zu werden und trat, ein Gebet auf den Lippen, gegen die Bestie an. Wie ihr euch vorstellen könnt, fand er ein tragisches Ende. Als ich zum Ort des Kampfes kam, litt das Ungeheuer schreckliche Schmerzen und war nur Augenblicke vom Tode entfernt. Da es meinen Vater nicht aus der Rüstung schälen konnte, verschlang es ihn fast am Stück. Später hieß es, das heilige Feuer in Eiks Seele hätte das Herz des Ungeheuers verbrannt. Ein Heldentod. Möge er in Frieden ruhen. Glaubt ihr, ihr könnt die Gorgo töten? Die heilige Flamme leitet mich. Was veranlasst euch, auf der Jagd nach einer Bestie in die Kloaken hinabzusteigen? Sie bedroht Vizima. Der Orden kämpft schon seit langer Zeit gegen Bestien. Und zwar recht wirkungsvoll. Wartet. Das ist Hexerarbeit. Ihr Hexer seid Relikte im Aussterben begriffen. Ihr seid keine Konkurrenz. Der Orden verlangt nichts dafür, dass er Menschen beschützt. Dann finanzieren wohl Feen eure Rüstung und Burgen. Ich will mich nicht streiten. Wir sind beide hier. Kein Grund zu warten, bis man an der Reihe ist. Zumal hier auch Ertrunkene lauern. Verbünden wir uns stattdessen. Ich würde gern eure Kampfesfertigkeiten sehen und versichere euch, dass euch mein Schwert zur Verfügung steht. Einverstanden. Gehen wir. Ihr geht voran. Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal hier was rausholen. Tipp, ihr besitzt nun ein Silberschwert, das wirkungsvoll gegen magische Bestien und Geheuer ist. Das Stahlschwert ist effektiver gegen Menschen und Tiere. Okay. Ja, da vibriert was. Hallo. Ich kann hier nicht looten. Hey. LOL. Na dann. Darf ich jetzt endlich looten? Leichnam? Du sollst den Leichnam looten, Geralt. Das nehmen wir mit. Jo, im Grunde können wir eigentlich fast alles mitnehmen. Fast, wohl bemerkt. Ja, yeah, Gehirne. Unser Inventar ist nämlich ziemlich leer. So. Voll das Silberschwert, Junge. Die Frage ist, sehen wir hier was? Ja? Okay, wir gehen erstmal in die Richtung, eh? Du Bob. Da ist nämlich noch was. Magische Schiss. Aber da kommen wir nicht durch, richtig? Sei denn. Es sei denn, yo. Katzenaugen am Start. Ihr habt einen Ort der Macht gefunden, was möchtet ihr tun? Ritual durchführen, alles klar. Frage der Fragen ist natürlich, geht sie irgendwo weiter? Ich sag mal nein. Wahrscheinlich nicht. Runter da, komm. Puff. Abgeschlossen, alles klar. So, dann haben wir nur noch diesen Weg. Moment, da ist noch ein Fass. Okay. Also das lassen wir immer mal da. Abgeschlossen. Gut. Gut. Der überlebt nicht lang, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir werden sehen. Was unbekanntes Kraut? Scheiße, kann nicht gesammelt werden. Sieht nach Maschenoms aus. Ah. Schleifstein nutzen wir auch gleich mit, komm. Weil wir es können.